Hier ist Pater Paulus Maria, das ist der Gig-Kick Spezial aus der Sächsischen Schweiz. Und ich fahre ja seit einem Jahr, reichlich einem Jahr, mit diesem Bonnybus herum und darauf steht geschrieben, keiner soll alleine glauben. Und hier in dieser ganzen Diaspora-Situation macht das Sinn, aber vom Rest von Deutschland ist es eigentlich ein bisschen übertrieben, aber momentan ist es echt ein Problem, dass wir nicht zusammenkommen können. Das ist eigentlich das große Fasten, das uns alle angeht. Ich kann jetzt auch schlecht zur Beichte gehen, zum Beispiel der nächste Priester ist weit weg und der ist auch noch alt, also eine Risikoperson. Muss ich aufpassen. So jedenfalls erleben wir so einen tiefen Verzicht auch von den Sakramenten und das ist sehr, sehr schmerzhaft für alle von uns. Was wir machen können, wir können diese geistige Kommunion, die wir empfangen, oder die Kommunion, die wir nicht empfangen, aufopfern. Dass wir diesen Schmerz mal aufopfern und eigentlich geistlich gesehen das meiste rausholen. Für unser Heil und für das Heil der ganzen Welt. Also das ist die Einladung. Und momentan läuft vieles online. Und vielleicht kommen wir auf diese Weise ein bisschen näher zusammen. Wir haben in New York eine tolle Christmette, wir haben eine tolle Osternacht, die geht 4 Stunden. Und ich habe schon mit meinen Brüdern gesagt, also ich glaube, ganz viele würden sich freuen, wenn die so einen Livestream davon hätten. Ne? So, es gibt ja auch Zeit verschoben in Europa und Asien, also das würde sich lohnen. Ja? Und jetzt werden wir gezwungen, das zu machen. Ne? Oder dass wir das für die Alten und Kranken machen. Ich meine, das hätten wir schon längst machen können. Jetzt werden wir gezwungen, das zu machen. Also denke ich mir, das ist vielleicht ein Vorteil von dieser schwierigen Zeit. Ein großes Angebot für diese ganzen Online-Sachen momentan und Initiativen ist das gocat.org. Es ist eine Plattform, wo alle diese Aktivitäten gesammelt werden. Und noch eine andere wichtige Bitte. Bitte abonniert den Kanal. Auch, würde ich mal sagen, wenn das vielleicht euch nicht so interessiert, aber wenn wir über 1000 kommen, dann wird das von YouTube gepusht. Also, wir brauchen eure Hilfe und dazu segne euch und behüte euch auf die Fürsprache Mariens, des heiligen Josefs, des heiligen Sebastian, unser Patron für die Epidemien und auch die heilige Corona, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.